Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich muss kurz hier. Achso, nee, wir haben ja gerade gar nichts. Oh, die Musik ist so laut. Warum ist diese blöde Musik immer so scheiß laut? Wo ist denn hier diese blöde. Da. Das nervt mich ja so. Die Musik von. Die ist schon so laut, so. Also. Jetzt wird sie für euch wahrscheinlich auch irre leise sein, aber egal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ja, Pro-Mods hier, ne, immer noch 1.27 bei Euro Truck Simulator 2 hier mit mir, T-Pictures Gaming. Ich bin jetzt aus Schottland zurück und werde morgen von mir aus jetzt gesehen einen Livestream machen. Der wird schon vorbei sein, wenn ihr das Video hier seht, da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird es einmal um die Beta im Moment von American Truck Simulator gehen, denn da gibt es ja jetzt die Road Trains, die mehreren Anhänger. Die gibt es zwar auch in Euro Truck Simulator, aber es ist eine andere Art von Anhänger. Das sind keine zwei kompletten Trailer in dem Sinne aneinander gekoppelt, sondern halt nur so ein kleinerer Anhänger hinten dran. Und das ist sowieso nur in Skandinavien erlaubt. Deshalb gibt es das auch nur in Skandinavien bei den Aufträgen und so. Deshalb finde ich das jetzt nicht nötig, das auch noch zu zeigen. Vor allem, wenn es mir jetzt vielleicht das hier vermurkst mit meinem, ne, mit meinem schönen Mod-Setup. Deshalb American Truck Simulator. Habt ihr hoffentlich geguckt, das Video? Falls noch nicht, könnt ihr es dann ja jetzt noch machen. Ist ja bei YouTube gespeichert, der Livestream. Wollte ich dann jetzt nur nicht als Part oder so machen, sondern lieber als Livestream, weil ich ja gesagt habe, ich spiele jetzt im Moment stattdessen das hier. So, und hier möchte ich jetzt im Prinzip die Reise, die ich gemacht habe, meinen Urlaub, den würde ich jetzt gerne so ein bisschen, sag ich mal, nachspielen, wenn es euch recht ist. Und dann, ja, ich würde gerne hier so ein bisschen, ja, den... die Strecke hier so nachfahren und ich denke, es dürfte sogar möglich sein hier mit der Pro-Mods-Karte, die ja wirklich sehr, sehr geil ist. So, wir würden jetzt hier in Hamburg, also ich muss mal gucken, ob es gleich hoffentlich passende Aufträge gibt, aber wir würden jetzt hier in Hamburg starten, dann würden wir hier über Bremen, Osnabrück fahren, hier Arnhem, irgendwie da so die Gegend. Müsste das so sein? Dann hier runter, Antwerpen. Und dann... Gut, gibt es halt nicht. Also wir sind halt über Dünkirchen gefahren. Das geht es halt hier nicht. Wir müssten dann jetzt hier tatsächlich nach... Also Dünkirchen ist halt hier. Und wir müssten dann halt jetzt nach Calais fahren. Aber das macht es auch nicht so den Unterschied. So, dann würden wir nämlich von Calais... Würden wir dann hier nach Dover fahren. Dann hier einmal außen um London rum. Und dann hier hoch nach... Na, wo ist es denn? Nach Carlisle. Dann würden wir von Carlisle hochfahren nach Inverness. Es gibt sogar Fort William, geil. Dann fahren wir nach, also wir würden dann, dann fahren wir jetzt nach Inverness hoch, dann einmal nach Fort William runter, dann wieder hoch nach Inverness. Das finde ich ja richtig cool, dass das Fort William sogar gibt. So, dann würden wir hier nämlich dann wieder runterfahren, nach, also hier über Glasgow, dann diesmal nicht, ja doch, an Carlisle vorbei und dann würden wir auf dem Rückweg dann nach... Mist, das gibt's jetzt hier nicht. Nach Dingsbums fahren, wie hieß es denn? Peterborough. Peterborough gibt's jetzt nun gerade nicht, aber das liegt, glaube ich, irgendwo hier, ne? So, irgendwo da. Ich glaube, in der Nähe von Cambridge liegt das. Fahren wir halt über Cambridge, so. Und dann, ja, genau, würden wir halt wieder runterfahren nach Dover. Dann diesmal über... Ja, am liebsten über Brügge. Brügge gibt es nicht, aber ja, dann fahren wir eben halt wieder genauso über Antwerpen und dann hier oben Arnhem, Osnabrück, Bremen, Hamburg. Ungefähr sind wir auch zurückgefahren. Das stellen wir ganz cool vor. Da habe ich jetzt echt Lust drauf. Und deshalb
Nehmen wir uns auch gleich mal einen schnellen Auftrag. Ich finde, weil noch so ein Truck, noch können wir uns keinen so richtig leisten. So. Was gibt's denn da? Oha, es gibt sogar hier. Es gibt sogar gar nicht mal so doof. Ich möchte aber einen nach Osnabrück. Ich mach das, ich finde, wir machen das Stück für Stück, weil wir müssen die Reise ja sowieso, sage ich mal, zerteilen. Deshalb, wir fahren einfach Stück für Stück. Erstmal nach Osnabrück runter. Das sollte ja wohl jetzt hoffentlich nicht schwierig sein. Ey, wehe, wenn ich jetzt hier extra warten muss. Achso, Bremen, ja, okay, dann fahren wir eben über Bremen und dann nach Osnabrück. Soll mir auch egal sein. Das ist Hannover, wo ist denn jetzt Osnabrück? Da. Ja, okay, fahren wir erstmal nach Bremen. Mit dem Scania hier für Bauhaus. Den nehmen wir gleich. Und hoffen, dass hier auch nach wie vor alles funktioniert. Bitte, bitte, bitte. Ich freue mich drauf. Das wird spaßig. Und, ach so, ja, wenn wir dann einen Truck kaufen, da wird das dann nochmal spannend. Nochmal, das hatte ich euch noch gar nicht gesagt. Eine Sache, ich habe das schon jetzt bisher immer gehabt, ne? Ich fahre hier ja meistens mit dem Tagverlicht, also ist ja nicht Tagverlicht, also ich fahre meistens mit dem Parklicht hier, ne? Weil ich immer hoffe, dass da irgendwas mit angeht. Das Ding ist, wir haben ja jetzt hier noch nichts. Aber genau, es gibt ja diese ganzen, ne, Extralampen, so. Und theoretisch, wenn ich halt hier, ich muss noch ganz, ganz, genau, jetzt ist, warte, jetzt ist auch so. Genau, das hier ist jetzt nur, das müsste jetzt theoretisch nur Parklicht sein. Da gehen nämlich theoretisch eigentlich die ganzen Lämpchen an. Ich habe es aber noch nie hingekriegt, dass diese Zusatzlampen, die man sich dran baut, dass die angehen. Also wenn mir da noch jemand noch mal helfen kann, da irgendwie Probleme mit. So. Und ich fahre halt natürlich eigentlich, eigentlich ist es natürlich affig mit dem. Ah, scheiße, warum ist die Tracker abgestürzt? Bitte. Danke. Eigentlich ist es natürlich affig mit dem Parklicht zu fahren. Ich habe jetzt mal gerade auf das volle Licht umgestellt, weil es jetzt sowieso gerade regnet. So. Und ja, also ich meine, das ist ja so eine Sache, das ist mir auch aufgefallen. Oh fuck, jetzt ist er. Warum ist das in der Ecke? Warum hängt das da fest? Warum kann ich da nicht weiter gucken? Ah, das ist doch wieder Kacke. Was mir aber aufgefallen ist, es ist tatsächlich so. Sorry. Habe ich das. Irgendwie habe ich das sonst anders. Da habe ich das sonst, ne? Das Mikrofon. In Großbritannien nehmen die es ja gar nicht so. Sehen die das ja gar nicht so eng mit dem Licht. Das ist eine sehr spannende Sache. Da, also das gefällt mir ja gerade noch nicht, ne? Da muss ich gerade nochmal. Warum wird die da nicht getrackt? Auf der. Aber ich muss ja auch noch ungefähr in die Mitte gucken können. Sonst sind wir jetzt ein bisschen doof, wenn ich das jetzt groß umstelle. Da wird sich das verstellen, aber ich muss das mal einmal kurz machen. So, setze ich die einmal kurz ein Stück nach links, die Tracker. Ja, das ist jetzt natürlich erstmal für euch gerade komplett schlimm. So. Mittig gucke ich immer noch einigermaßen und kann mich jetzt umgucken. Das ist ein bisschen netter einfach. So. So. Nee, hallo, warum ist der Motor wieder ausgegangen? Achso. Handbremse. Nee, es ist tatsächlich so, ist mir aufgefallen, dass in Großbritannien, gerade insbesondere in Schottland, da ja irgendwie scheinbar nicht so viel Wert drauf gelegt wird, irgendwie mit Licht zu fahren. Also es gibt da irgendwie relativ viele Leute, die da tatsächlich komplett ohne Licht rumgurken. Das ist schon spannend. Also ich blink mal hier einfach. Ich weiß nicht, ob ich es muss, aber ich weiß auch gar nicht, wie es hier normalerweise bei Bauhaus gedacht ist, wie man hier runterfährt. Aber wir werden jetzt erstmal ganz normal nach Bremen fahren, auf jeden Fall. Und was mir dann ja auch heute aufgefallen ist, als wir wiedergekommen sind,
Es ist ja mit Pro-Mods vieles sehr, sehr realistisch, finde ich. Das Einzige, was halt beim Spiel immer noch schrecklich bleibt, ist die KI. Also sonst, nein, also schrecklich ist sonst außer der KI im Spiel eigentlich gar nichts. Das, ne? das muss nochmal kurz hier festgehalten werden. Das Spiel ist halt auch so schon super. Aber es wird halt richtig geil eigentlich mit Pro-Mods, aber die KI vom Verkehr bleibt halt mehr oder weniger kacke, ne? Und das Ding ist, was mir dabei in dem Zusammenhang aufgefallen ist heute, ist, was echt unrealistisch ist, der Elbtunnel ist immer frei und da ist normalerweise so ein fetter Stau, also eigentlich immer, zu jeder Uhrzeit, an jedem Tag, das ist schon etwas, aber gut, sonst gibt's halt, das Ding ist, es kann natürlich auch so nicht einprogrammiert sein, weil ohne Pro-Mods gibt's halt den ganzen Elbtunnel quasi nicht. Als solchen. Also ich glaube, es gibt ja, es kann schon sein, dass es da einen Tunnel gibt, aber nicht mit dem Wiedererkennungswert zumindest. Sag mal, irgendwie ist es hier blöd. Ich kann nicht so richtig sehen, ob und wann hier irgendwas grün wird. Und was mir auch irgendwie aufgefallen ist, ne, sonst, ich habe ja so neuere LKWs, ich fand, das hat lange gedauert, bis so neuere Zugmaschinen irgendwie auf den Straßen zu sehen waren, also jetzt so in echt. Aber, also insbesondere jetzt in Großbritannien und in den Niederlanden fahren jetzt unheimlich viele von den Volvo FHs durch die Gegend, ne? Von der FH-Reihe. Also diese mit dem noch moderneren Design, was wir also den wir auch hier kaufen können. Es gibt ja das eine Design, was ja auch schon relativ neu ist. Was heißt relativ neu? Ich glaube auch inzwischen von 2010 halt oder so. Und dann gibt es halt dieses noch etwas modernere Design. Und dieses noch modernere Design, davon sieht man da inzwischen ganz schön viele in den Niederlanden und Großbritannien. Und ich glaube, dieses, also etwas ältere, das ist ja, glaube ich, die F-Serie und das andere ist die FH-Serie. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das der Unterschied. Ich sollte diesen Spiegel hier mehr nutzen, den am der Windschutzscheibe. Dann würde ich auch manchmal einfach sehen, wie dicht ich jemandem auffahre. Könnte manchmal was bringen. Ich sollte mich vielleicht in die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Fällt mir jetzt auch gerade mal so auf. Ah, was war das denn gerade? Bricht der hier einfach so komisch aus? Okay. Ich wusste nicht, dass es hier so eine starke Nässe-Simulation gibt. So Aquaplaning und so. Bitte auch nicht wieder hier irgendwie abkacken oder so, ne? Das hat gerade schon wieder so geruckt, so unschön. Oh Leute! Diese KI! Ich dreh durch. Aber ich finde es echt zu schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man mit Pro-Mods halt leider. Oh, jetzt noch Polizei oder was, ey. Ja, was glaubst du, wie das hier läuft, Junge? Egal, ob du Polizist bist oder nicht. Man könnte dann ja auch mal auf die andere Spur ausweichen oder so, ne? Dafür gibt es drei Spuren. Das ist ja schon wieder die KI. Geht gleich schon wieder richtig los. Boah, das habe ich noch nie so erlebt. Was ist denn das mit dem Aquaplaning hier? Wann haben die denn die Physik so überarbeitet?
Oder bin ich es einfach nur nicht mehr gewohnt, LKW zu fahren? Boah. Das ist ja schrecklich hier. Also sehr realistisch, aber Hilfe. Das hätte man mir ruhig mal sagen können. Mich mal vorwarnen können. Oh, was? Aber, ah! Ich krieg das hier mal gar nicht schnell genug mit, dass es hier noch links rüber muss. So wie man merkt, wir mussten nicht durch den Elbtunnel. Wir waren mal wieder schon auf der südlichen Seite der Elbe. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich so oft in den rechten Spiegel gucke. Eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu sehen, wenn wir auf der rechten Spur fahren. Nein, das war falsch. Hier, das können wir ruhig ausstellen. Die Scheibenwischer und Licht aber wieder an. So. Um 20 Uhr starten wir jetzt hier. Wir machen also sozusagen erstmal die Nachtroute hier. Ich weiß gar nicht genau, wie viel es sind. Ich glaube, es sind so 8 Stunden sind es bis Dünkirchen. Gehen wir wieder vom Gas hier. Also ich gehe ja schon vom Gas, aber der LKW muss auch irgendwie, der Motor muss halt auch ein bisschen hinterherkommen mit der Motorbremse. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob wir einen Getriebe mit Retarder haben. Ich gucke mir jetzt immer nicht so die Specs an. Ich glaube, man kann es sich von auch von den geliehenen Fahrzeugen die Specs angucken, aber das mache ich immer nicht wirklich. Ihr wisst es ja. Ihr seid ja dabei. Waren da jetzt gerade so Flaggen? Mir ist schon klar, dass hier theoretisch keine Landesgrenze ist, ne? Sonst wäre irgendwas falsch, wenn wir nach Bremen fahren. Ich habe mich zu weit dran gesetzt. Ich kann den Fuß gar nicht ganz hochnehmen vom Gaspedal. Das ist natürlich auch nicht klug. Wenn man nur schnell genug fährt. Dann schafft man es auch in einer guten Zeit. Obwohl man ist hier jetzt so im Spiel, ist man ja gar nicht so doll an die Zeit gebunden. In echt ist es ja tatsächlich immer so, also erstens als LKW-Fahrer hast du ja auch noch das Problem, dass du nur eine bestimmte Zeit fahren darfst am Tag, eine bestimmte Stundenzeit, oder was heißt am Tag, eine bestimmte Stundenzeit halt ohne geschlafen zu haben. Und dann ist es halt aber in echt ja auch noch halt so, dass man also generell von den Übernachtungen her, man möchte ja natürlich möglichst effizient und möchte ja nicht tausendmal übernachten müssen. Man möchte möglichst viel an einem Tag schaffen. Um Geschwindigkeitsbegrenzung müssen wir uns ja aber auch zum Glück nicht so doll scheren, weil wir ja sowieso hier relativ eingeschränkt sind mit unserem LKW. Wir dürfen ja sowieso überall nur 80 fahren, solange wir in Deutschland sind zumindest.
War auf jeden Fall übrigens sehr schön in Schottland. Ja, wie man halt schon gesehen hat, an dem, wo ich jetzt hier hinfahren will. Also, wir waren. Ich war da sehr beim. Nahe beim Loch Ness. Oder eigentlich im Prinzip ja insgesamt halt am Loch Ness. 2 Wochen lang in Kiltality. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Das ist da so etwas oberhalb von Fort Williams, zwischen Fort Williams und Inverness. So ein ganz kleines Örtchen. Und da gibt es halt so Lodges, also kleine Hütten, die man da mieten kann. Ah, Hilfe. Achso, hier ist sogar noch 60 erlaubt. Erst hier sind dann 50 oder was? Ne, hier ist sogar auch noch 60. Stimmt, wir sind ja noch nicht in der Stadt. Das war jetzt gerade nur das Land fürs, das Schild fürs Bundesland. Obwohl, nee, es war gelb. Es müsste theoretisch das Schild für die Stadt gewesen sein. Bremen. Ja, in Bremen waren wir heute auch kurz zum Tanken. Das ist auch echt. Das habe ich auch nicht verstanden. Bei Google Maps, ne, wenn man das als Navigator benutzt, wenn du halt nur so ein bisschen Internet hast, so, du kannst mit ein bisschen Internet, reicht das, um eine Route zu berechnen, aber es reicht nicht, damit Google Maps rausfinden kann, ob es Tankstellen an der Route gibt oder in der Nähe der Route gibt. Das fand ich auch sehr spannend. So, was gibt's denn hier schönes? Duff. Vielleicht sogar. Ich würde. Das Ding ist, ich finde die inzwischen gar nicht mal mehr so hässlich. Ne? Also die neuen Duffs, die finde ich ganz schick. Ich würde sogar einen Duff nehmen, wenn nicht die Armaturen verkehrt rum wären. Wenn mich das nicht so maßlos aufregen würde mit diesen verdrehten Armaturen. Das war gerade schwer. Aber das war so ein neuerer Volvo, den ich meinte. Ich glaube es nicht. Diese KI, ne? Die ist echt so suizidgefährdet. Das nicht aufhört zu blinken. Hier geht's rechts rein. Das ist ja gut. Dann schauen wir uns mal an, wo wir das da hier abliefern können. So. Das sollten wir doch hinkriegen. Scheint hier leicht abschüssig zu sein. Das sollte doch ein leichtes sein eigentlich. Wenn man jetzt die Spiegel richtig nutzt. So. Dann versuchen wir unser Glück. Und direkt wieder komplett rumdrehen. Ziemlich gut aus. Na, leicht daneben sind wir noch. Das kann man ja leicht beheben. Wenn man dann erstmal dazu draußen ist. Jetzt stehe ich jetzt wieder da. So. Nee. Das war nicht gut. Aber jetzt hier gerade ist eine gute Stelle. Jetzt mal ein bisschen vorziehen. So. Ich hatte auch falsch eingelenkt.
tatsächlich ist, ja. Ja, und jetzt kommt passiert wieder genau das, war ja so klar. Aber das sieht doch super aus hier. Da muss ich jetzt nur ein bisschen vorwärts fahren. Dann haben wir die richtige Linie. Ein Profi hätte das jetzt sicherlich auch ein bisschen schneller hingekriegt, aber wir wollen es ja nicht hetzen hier. Huch. Bist du noch drin? Muss ich weiter zurück? Ah, weiter zurück. Okay. So. Das war schon mal schön. So, leider sind die Aufträge ja trotzdem mit Promods relativ lang, deshalb muss ich jetzt leider hier schon wieder die Folge beenden. Wir sehen uns aber in der nächsten wieder natürlich. Ich würde sagen, bis dann und tschüss.